Als erstes habe ich Germanistik und Sozialwissenschaften studiert. Danach habe ich dann Sozialwissenschaften wieder abgebrochen nach 2 Semestern, um Slawistik zu studieren. Ich wollte einfach auch in meinem Zweitfach Literaturwissenschaften haben und mich dann mit Osteuropa, mit Russland beschäftigen. Aus meiner Familie gab es gemischte Reaktionen. Mein Vater war zum Beispiel nicht so begeistert. Er wollte, dass ich Naturwissenschaften studiere, damit ich was Ordentliches studiere und dann ordentlich Geld verdiene. Jetzt mittlerweile hat mein Vater gesehen, dass ich damit auch Geld verdienen kann und deswegen unterstützt er das auch. Im Studium habe ich gelernt, wie man sich wissenschaftlich einer Kultur nähert. Habe sehr viel durch Literatur, durch wissenschaftliche Texte über diese Kultur gelernt. Freiraum für Initiativen und meine Ideen verwirklichen, das konnte ich im Studium auf jeden Fall. Ich habe gelernt, gut zu präsentieren, ob es jetzt um Texte geht, ob es jetzt um Ideen geht. Und das hilft mir jetzt im Beruf, indem ich dieses Wissen wirklich anwenden kann. Die Slawistik ist sehr relevant für die Gesellschaft in meinen Augen. Die Slawistik gibt einen Zugang nach Osteuropa, nach Russland, nach Polen, überall dahin, wo es richtig, richtig spannend ist. Ich finde es wichtig, das Interesse von Leuten, die keinen slawistischen Background haben, dass das im Studium gefördert wird und dass die einen Zugang zu Russland, zu den slawischen Ländern bekommen und auch zu der Kultur bekommen.